Setze ich jetzt mal voraus, Sie können sich reindenken. Hätten Sie sich das nun angetan, ein derartiges Zeremoniell mit großem Ching Darasabum zum Abschied? Also anstelle von Christian Wulff wäre ich durch den Hinterausgang des Schlosses Bellevue gegangen und hätte nicht ein solch militaristisches Spektakel an das Ende dieser sehr unrühmlichen Amtszeit gesetzt. Ich finde, das hat mit der Würde des Amtes wenig zu tun, wenn ich daran denke, dass der von mir sehr verehrte Bundespräsident Gustav Heinemann 1974 statt des großen Zapfenstreiches eine Rheinfahrt mit eingeladenen Gästen gemacht hat. Man könnte das auch an der Spree machen heutzutage, um es zu modernisieren, oder auf der Havel, wo auch immer. Das wäre jedenfalls für mich genauso würdevoll. Und ich vermag nicht einzusehen, warum Soldaten, warum Gewehre, warum Trommelwirbel, warum Fackelschein notwendig ist, um einen Amtsträger, den höchsten Repräsentanten des Staates in diesem Falle, zu verabschieden. Aber Herr Hunzinger, mit der guten Laune im Lande hat das doch überhaupt nichts zu tun, ein Zapfenstreich, sondern das ist doch todernst. Und ich finde es eher dann in der überzogenen Art und Weise, wie es stattfindet, albern. Aber das Land kann doch nur gute Laune gewinnen, wenn es den Menschen sozial gut geht. Und das tut es nicht. Für mich ist die Diskussion über Christian Wulff zum großen Teil eine Ablenkungs- und eine Ventilfunktion hat, diese Diskussion. Mhm. Weil die Menschen nämlich sehen, es geht ungerecht zu. Und wenn dann der höchste Repräsentant des Staates, wenn der auch noch den Anschein erweckt, korrupt zu sein und zu seinen Verfehlungen auch nicht steht, dann, glaube ich, ändern sie natürlich nichts an dieser Missgunst, die da zum Teil tatsächlich zum Ausdruck kommt, indem sie gute Laune predigen, sondern indem sie dafür sorgen, dass es denjenigen, die immer mehr abgehängt werden in unserem Land, dass es denen besser geht, dass es den Schleckerfrauen besser geht, dass es denjenigen Menschen, die im Niedriglohnsektor tätig sind, besser geht, dass es den Hartz-IV-Beziehern und besser geht. Und ich will noch einen Satz anfügen, was für mich das Enttäuschendste an Christian Wulff war, ist gar nicht das, was in den Medien jetzt monatelang inzwischen diskutiert wird, sondern dass er ein Politiker der sozialen Härte und der sozialen Kälte war. Er hat das Landesblindengeld in Niedersachsen fast als erste Amtshandlung gestrichen bzw. von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig gemacht. Also das heißt, er war denjenigen, die sozial benachteiligt sind gegenüber, da hat er Härte an den Tag gelegt. Auf der anderen Seite hat er sich denjenigen angedient, die reich und schön sind. Und damit hat er nicht das Volk vertreten, was er als Bundespräsident hätte tun müssen, sondern er hat sich vertreten und vielleicht noch eine kleine Elite und diejenigen, denen es eben gut geht im Land. Ändern Sie die Situation, dann verbessern Sie auch die Stimme. Herr Hunzinger, hätte es eine Schiffsfahrt wie bei Gustav Heinemann nicht auch getan? Nein, hat es nicht getan. Es zählt zur Kleiderordnung der Bundesrepublik Deutschland, die Bundespräsidenten so zu verabschieden. Das ist einfach so. Und, aber man kann es ja, siehe Gustav Heinemann, auch anders. Ja, aber es geschieht ja nicht. Und ich bin damit sehr zufrieden und bin damit sicherlich nicht alleine. Auch wenn der Beifall gelegentlich anders sortiert ist. Aber wenn jemand wie Sie, der einer Partei angehört oder für eine solche kandidieren sollte, die Frau Glasfeld aufgestellt hat, die den deutschen Bundeskanzler Kiesinger ohrfeigte. Einen alten Nazi. Wirbt. Ach, Quatsch. Mit den höchsten Orden ausgezeichnet in Frankreich, in den USA, in Israel. Das ist doch eine sehr ehrenwerte Frau. Ja, ich habe deshalb nicht kandidiert, weil ich fand, es wäre falsch gewesen, gegen diese Kandidatin anzutreten. Prima. Im Übrigen gehört wir weder beide Sie anders. Noch ich finde es dieser eine Schande. Partei an. Ich finde es auch ganz schlimm, dass es überhaupt einen Unterschied, also überhaupt einen Unterschied gemacht wird zwischen Linken und der NPD. Es finde ich widerlich. Das ist, ich der Bundesverfassungsschutz, der fasst genauso viel Personal auf die Linke ansetzt wie auf die NPD. Das ist nicht meine Welt, das will ich nicht haben. Ich möchte es nicht. Ich möchte, dass wir uns alle im demokratischen Spektrum finden. Und alle gute Laune. Gute Laune. Dagegen ist noch nichts zu sagen. So.